Ich würde sagen, wir gucken mal bei Lost History rein. Haben wir schon mal vor einem Jahr, vor einem guten Jahr schon mal auf viele seiner Videos reagiert, weil er auch krasses Zeug macht. Ich glaube, damals hatte er noch unter 10.000 Abonnenten. Jetzt hat er fast 1 Million nach einem Jahr. Keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Aber gut, das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Polizei umstellt uns in einer verlassenen Millionen-Horror-Villa und in Frankreich. Warum sind aktuell alle in Frankreich unterwegs? Habe ich irgendwas verpasst? Guckt euch das. Ich sag mal so, diese Zusammenschnitte am Anfang einer Folge, das haben wir ja auch lange Zeit gemacht. Viele machen es immer noch. Ich habe damit aber aufgehört, weil es ist für mich ein bisschen wie so ein Trailer von einem Film. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon alles gesehen, was mich in dieser Folge erwartet. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Muss jeder für sich selbst wissen. Ich bin auf jeden Fall davon abgekommen, das so zu machen. Wir skippen auch mal ein bisschen durch. Weil am meisten interessiert mich tatsächlich, wenn die Polizei kommt, was da passiert. Extrem angespannt. Die Nachbarn sollen extrem aufmerksam sein. Es ist extremes Villenviertel hier. Nur reiche Leute. Und ich habe den René jetzt hier am Telefon und wir kommunizieren über Bluetooth-Kopfhörer. Die Luft ist rein. Es dauert schon sehr lange, darüber zu klettern. Schwierig an so einer belebten Straße. Ich glaube, das ist eine Location, wo ich tendenziell eher nachts wiederkommen würde. Schulter, schnell. Wie soll ich auf deine Schulter kommen? Mit dem Fuß. Aber warte, ich leg meine Kamera. Kennt sich jemand von euch mit dem Gesetz, mit der Gesetzeslage in Frankreich aus, wie es da mit Hausfriedensbruch aussieht? Ist das ähnlich wie in Deutschland? Ist das ein Antragsdelikt? Darf das nur der Eigentümer zum Antrag bringen? Oder darf da auch die Polizei. Wie ist das in Frankreich? Das würde mich mal interessieren. Weil an sich in Deutschland ist es ja eigentlich scheißegal, wenn man vom Nachbarn erwischt wird. Der hat ja gar nichts zu melden. Erwischt werden ist ja nur ein Problem, wenn deine Personalien an den Besitzer weitergegeben werden und der entscheidet sich dafür, Strafantrag zu stellen, so. Beziehungsweise Anzeige zu erstatten, whatever. Das kann weder die Polizei, das kann nicht der Nachbar, das kann nicht der Uronkel, das kann einzig und allein der Besitzer. Alle anderen können höchstens deine Personalien an den Besitzer weitergeben. Und wenn jetzt zum Beispiel der Besitzer von diesem Haus da drauf scheißt, dann können die Nachbarn gar nichts machen und dann muss man da theoretisch auch gar nicht leise sein so. Aber ich weiß halt nicht, wie die Lage in Frankreich ist. Ich habe mal versucht, das hier in Schweden zu googeln. Also wenn man den schwedischen Begriff von Hausfriedensbruch googelt, in Schweden findet man gar nichts dazu. Ich habe fast das Gefühl, hier in Schweden ist so wenig bürokratisch geregelt, weil es auch nie dazu kommt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass so irgendwie Hausfriedensbruch gesetzlich irgendwie gar nicht geregelt ist hier. Es gibt in Schweden übrigens auch keine Ruhestörung. Gibt's nicht, gesetzlich.
Du darfst in Schweden 24 Stunden, 7 Tage die Woche Krach machen. Arbeiten, sägen, bohren, was auch immer. Es gibt in Schweden nicht den Strafdelikt Ruhestörung. Und ich bin jetzt langsam fast am Überlegen, ob es in Schweden nicht sogar keinen Hausfriedensbruch gibt. Weil ich dazu nichts finde im Internet. Es ist anscheinend irgendwie gesetzlich überhaupt nicht geregelt. Find ich krass. Weil es halt nie dazu kommt, weil es gar nicht nötig ist, sowas zu regeln. Ich weiß jetzt gerade nicht, in welchem Verhältnis die alle zueinander stehen. Ich glaube, das ist seine Freundin. Dann natürlich der mit der Kamera ist Carsten. Er ist wahrscheinlich ein Kumpel von ihm. Ich weiß es aber nicht, wer er jetzt ist. Aber das Erste, was mir jetzt in den Sinn kommt, wenn ich das jetzt so sehe, ist, dass ich tendenziell eher als Zweites reinklettern würde, damit ich meiner Freundin reinhelfe. Ich hätte jetzt persönlich nicht so Bock drauf, dass ein anderer Typ meiner Frau oder meiner Freundin hilft, in Lost Place reinzuklettern und ich daneben stehe und zugucke dabei. Aber keine Ahnung, ich glaube, das hat jeder, da hat jeder eine eigene Einstellung zu. Er scheint ein richtiger Supporter zu sein. Das denn für ein Spiegel, Alter? Oh. Ein riesiger Kamin mit diversen Stuckmalereien. Als Zuschauer, man hat dieses Gefühl, der muss jetzt ganz schnell von Raum zu Raum und wieder raus da. Und das allein nur das macht die Musik mit einem. Wandschrank gewesen. Das ist halt wie in einem Computerspiel, wo jetzt gerade ein Kampf stattfindet. Es sind jetzt gerade Gegner gekommen und jetzt findet gerade ein Kampf statt. Deswegen ist diese Kampfmusik. Und wenn man alle Gegner getötet hat, flacht diese Musik wieder ab und dann fängt der normale Gaming-Soundtrack in der normalen Geschwindigkeit wieder an. Aber jetzt gerade ist dieser schnelle, hektische Kampfsound irgendwie. Da hat's gebrannt. Richtig. Das ist kein Schimmel da links. Das hat gebrannt. Geil. Komplette Tapete ist hier überall abgegangen. Da hängen die zwei letzten Lamellen. Das wundert mich auch, dass das so verwüstet ist. Ich glaube, das Highlight ist ja echt das Treppenhaus. Guck mal, das Haus hat auch drei Ja. Etagen.
Pixel. Ach, krass. Der hat bei der Air Force gearbeitet. Oh mein Gott. Hier in dieser riesigen verlassenen Villa nun alles gesehen. Ich hoffe, wir konnten euch mal wieder eine neue Mein Kindzeug. Was ist das? Achso, ich dachte, das will jemand Desinfektionsmittel. Ja. Oh, krass. Scheiße, wir wurden jetzt hier wirklich hochgenommen, Leute. Komplettes Haus umstellt. Wir wurden einfach erwischt. Das erste Mal in Frankreich. Richtig scheiße. Die haben uns jetzt gehen lassen, haben gesagt, sie machen jetzt einen Report about it und sie dürfen uns nicht wieder in diesem Ort erwischen. Es hat sich aber so angehört, als dürfen wir uns tatsächlich nur in diesem Ort nicht mehr erwischen. Ich glaube nicht, dass das jetzt auf komplett Frankreich bezogen ist. Dann hätten wir ein big problem, aber ich denke, also ich rede gerade nicht eng. Das ist so richtig die Wörter munter umdrehen. Ich meine, ganz offensichtlich ist dieser Warnhinweis absolut lächerlich, dass man jetzt hier nicht nochmal in diesem Ort erwischt werden darf. Meine Güte, als wenn die mit 12-Jährigen reden würden. Das hasse ich an Bullen. So diese Art. Aber stellt euch mal vor, die werden am selben Tag im Nachbarort wieder erwischt von denselben Polizisten. Und dann sagen die als Ausrede, ja hä? Sie haben doch nur im selben Ort gesagt. Ich dachte, im nächsten Ort dürfen wir wieder Hausfriedensbruch begehen. Das ist so richtig mein Humor. Ach so. Also, im Nachbarort dürfen wir auch nicht einbrechen. Das ist also landesweit so, dass man hier nicht in fremde Häuser darf. Das wussten wir nicht. In Deutschland dürfen wir das nämlich. Nicht deutsch, weil wir sind seit ein paar Tagen hier. Und ja, wir haben jetzt echt Glück gehabt, glaube ich. Aber eventuell könnte ein Brief kommen und wir müssen was bezahlen. Aber wir wissen es nicht. Ja, ich hätte jetzt gerne mal gewusst, wodurch die erwischt wurden. Ich gehe davon aus, dass die beim Reinklettern von einem Nachbarn gesehen wurden und der hat die Bullen gerufen. Finde ich eine unglaublich asoziale Art von den Nachbarn, weil die sehen doch am helligsten Tag klettern da drei normal aussehende Menschen rein mit Kameras. Ist doch wohl klar, dass die da drin jetzt nicht ein Feuer legen, randalieren oder irgendwas kaputt machen. So, das ist vor allem, wenn eine Frau dabei ist, ich weiß nicht. Es ist relativ offensichtlich, dass man schnell sieht, dass die sich das einfach nur angucken wollen. Die Menschen, die da drumherum wohnen, die tangiert das überhaupt nicht. Die sind dadurch nicht eingeschränkt, nicht beeinträchtigt, irgendwas, dass man da jetzt so die Polizei rufen muss. Das
Kann ich persönlich nicht nachvollziehen, wäre für mich einfach nur unnötiger Stress und unnötige Bürokratie, die da entsteht. Wenn die Nachbarn da jetzt massiv gestört sind durch Ruhestörungen und durch Leute, die da drin Feuer legen und so, ja, dann verstehe ich es schon. Aber wenn ich da jetzt sehe, dass die drei da reinklettern, weiß ich nicht. Und dann auch so leise sind und so, gehe ich jetzt irgendwie nicht von aus, dass die da jetzt Scheiße drin machen. Aber ja, ich gehe von aus, dass sie beim Einstieg gesehen wurden. Sobald die da einmal drin waren, am helligsten Tag, gehe ich nicht von aus, dass da irgendjemand die da drin mitbekommen hat. Naja. Bin gespannt. Also ich wüsste gerne mal irgendwie, vielleicht kann jemand von euch das mal im Auge behalten, ob die da noch irgendeine Strafe oder so dafür bekommen. Das würde mich mal interessieren. Ansonsten klang das ja alles sehr human. Personalien aufgenommen und sie konnten einfach wieder gehen. Ja, das ist halt das normale Prozedere, was die Polizei auch machen. Ain't got no keys to the